Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier im Jahr 1556 bei unseren Habsburgern. Und mit der Entstehung der protestantischen Liga ist hier richtig Bewegung hineingekommen in die Sache. So kann man es, glaube ich, formulieren. Und jetzt gilt es zu überlegen, was wir jetzt tun können, wie der weitere Weg ist. Dazu habe ich mich nochmal genauer informiert über die Spielmechanik, die dahinter steht, was diese Ligakriege betrifft, denn das wird leider hier nicht so ganz gut deutlich und erklärt. Also, es gibt tatsächlich einen Kriegsgrund. Ich hatte das ja schon gesucht bei dem Anführer der protestantischen Liga Braunschweig. Es gibt grundsätzlich einen Kriegsgrund, ich glaube Ligakriege heißt der. Dieser Kriegsgrund, der steht allerdings nur der Gegenseite zur Verfügung. Das heißt, die Gegenseite hat die Möglichkeit, uns einen Krieg zu erklären oder auch einem Reichsmitglied, ich glaube, dann wären wir automatisch mit dabei, und so einen Ligakrieg auszulösen. Wie das Ganze ausgeht, das entscheidet dann, also das Ergebnis so eines Krieges entscheidet, ob es einen vorherrschenden Glauben gibt, was der sein wird, oder ob es keinen vorherrschenden Glauben gibt. Auch das ist möglich, Stichwort Westfälischer Frieden. Also das ist alles machbar. Der entscheidende Punkt für uns ist jetzt allerdings, dass wir selbst diesen Ligakrieg offenbar nicht auslösen können. Ich hatte ja schon, das wäre jetzt der nachvollziehbarste Weg, dass man einfach den Anführer der Liga angreift, aber wir kriegen hier nicht diesen Ligakriegsgrund. Wir wären zwar mit der Liga im Krieg, aber es ist nicht der Kriegsgrund. Und aus diesem Grund vermute ich mal, dass wir über so einen Krieg, weil wir diesen Kriegsgrund nicht haben, die Liga auch nicht zerschlagen können. Das war jetzt hier falsch. So. Das heißt, der Ball liegt im Spielfeld der protestantischen Liga. Die haben jetzt einen Zeitrahmen von, ja, so vielleicht 30, 40 Jahren, um uns irgendwann den Krieg zu erklären. So, was passiert jetzt, wenn es nicht zu einem Krieg kommt, weil sich die Gegenseite als zu schwach fühlt? Das ist ja theoretisch denkbar. Dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass es einen Beschluss gibt des Reichsrats, oder des Reichstags, dass der katholische Glaube zum vorherrschenden Glauben erklärt wird. Das kann, wenn ich es richtig gesehen habe, frühestens 30 Jahre nach Gründung der Liga geschehen und auch nur dann, wenn auf der Seite der Liga kein Kurfürst ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist deshalb wichtig, weil wir tatsächlich hier den Fall haben, dass, wenn ich mich recht entsinne, Trier ja Kurfürst ist. Wir gucken nochmal. Mainz, Brandenburg, Trier. Genau. Trier ist inzwischen protestantisch geworden. So, jetzt haben wir blöderweise, oder reformiert geworden, jetzt haben wir blöderweise das Bündnis, was wir mit denen hatten, beendet. Ich fürchte, wir könnten jetzt, glaube ich, sogar noch den Weg gehen, ihm die Kurwürde zu entziehen. Nee, können wir nicht machen. Okay. Gut, also dann ist es existenziell wichtig, dass Trier nicht die Seiten wechselt. Und es ist weiterhin existenziell wichtig, dass möglichst sämtliche Kurfürsten, die noch so da sind, dass die katholisch bleiben und uns wohlgesonnen bleiben. Das ist jetzt in dieser Phase meines Erachtens entscheidend. Aus dem Grund werde ich jetzt meine Entscheidung vom letzten Mal revidieren und Trier erneut, auch wenn sie reformiert sind, aber sie scheinen sich ja für die richtige Seite entschieden zu haben, denn sie sind hier tatsächlich, hier sind sie irgendwo mit dabei, da sind sie, und ihnen erneut das Bündnis anbieten, einfach damit sie nicht die Seite wechseln. Und dann, was bedeutet dann? Jetzt könnte man natürlich sagen, dass man jetzt diese 30, 35 Jahre einfach abwartet und nichts tut, um völlig auf Nummer sicher zu gehen. Aber das will ich nicht tun. Ich denke, wir sind ziemlich stark. Auch unsere Seite ist ziemlich stark. Wir werden unseren ursprünglich gefassten Plan, den werden wir weiterführen. Das heißt, wir greifen die Osmanen an als nächstes, wenn endlich Spanien und England Frieden schließen. Allerdings gewinnt die ganze Sache eben dadurch Brisanz, weil, wenn wir dort relativ hohe Verluste haben, dann kann natürlich die Gegenseite auf die Idee kommen, okay, jetzt ist der Moment gekommen, um diesen Ligakrieg auszulösen. Das ist sozusagen das Risiko dabei. Das Gute dabei ist, dass die Osmanen ja sowieso auf der anderen Seite kämpfen. Das heißt, ja, gegen die Osmanen müssten wir so oder so in den Kampf ziehen.
Ja, ich denke, das kann man so machen. Wenn wir mit den Osmanen durch sein sollten, werden wir uns danach Burgund vornehmen. Und auch das passt insofern, weil die ja auch Teil der Gegenseite sind. Aber auf jeden Fall gewinnt die Sache dadurch ein bisschen an Dramatik, würde ich sagen. Weil wenn wir das nicht gut machen und unsere Seite deutlich schwächer wird, dann kann es zu einem echten Problem werden. Wenn dann plötzlich Burgund und Schweden und Moskau und so weiter alle noch mit eintreten. Nun ja, werden wir mal sehen. Also, das ist jetzt erstmal der Plan. So, dann habe ich das letzte Mal, wollte ich ja die ungarischen Provinzen dem Reich hinzufügen. Dafür gibt es ja hier so einen wunderbaren Button. Den habe ich das letzte Mal, an den habe ich nicht gedacht. Deswegen kann ich den aber jetzt einmal klicken. Und dann sind alle 41 Provinzen Teil des Reiches. Wird uns eh nicht angezeigt, weil der Kaiser immer in Rot angezeigt wird. So, zu Trier kommen wir gleich. Da müssen wir erstmal noch einen Monat warten, bis das wieder geht. Dann denke ich, weil wir jetzt schon ein schönes Einkommen wieder haben von plus 16,5, werden wir doch hier in Ungarn die die Erlasse raushauen, die Autonomieerlasse machen, die Staatserlasse. Da oben haben wir Zentralisierungs... Ja, genau. Diese. Die will ich jetzt überall haben. Darf ich das jetzt mal... Ah, okay, das kann ich nicht mit Anklicken ändern. Das ist natürlich doof. Dann machen wir es auf diese Art und Weise. Also, Zentralisierungsbemühungen. Ja, dann sehen wir zumindest, wo wir noch hin müssen. Hier sind wir in Südtransylvanien. Auch hier Zentralisierungsbemühungen. Dann fehlt Alföld. Das haben wir hier. Kostet uns mehr, aber die Autonomie hier runterzubringen ist, glaube ich, schon wichtig. Slawonien. Machen wir das auch. Hier können wir das noch nicht ändern, weil wir dort Entwicklung ankurbeln gemacht hatten wegen Pest. Und das Jahr ist noch nicht vorbei. Dann haben wir noch Kroatien und Dalmatien, wo wir das tun sollten. Okay, ich denke, der Rest kann so bleiben. In Böhmen müssen wir da in der Hinsicht nichts tun. So, und dann habe ich gesehen, dass wir noch, ja genau, in der zweiten Provinz von Genf können wir auch noch konvertieren. Damit wäre alles zu Ende konvertiert. Und ich denke, wir sind damit auch, ja, durch mit dem, was ich machen wollte. Der Einfluss auf die Schweiz ist versiegt. Nee, das können wir jetzt abbrechen. Das muss nicht fortgesetzt werden. Wir warten jetzt weiter darauf, dass England und Spanien hier endlich Frieden schließen. Ansonsten warten wir darauf, dass unsere Machtpunkte wieder so weit hochgehen, dass wir die Militärtechnologie steigern können, bevor der Krieg geht. Und wir können diplomatische Macht und administrative Macht investieren in die Provinzen. Hier sind wir auf die 10 gekommen. Ich will jetzt hier langsam auch auf die 10 gehen. Okay, da investieren wir hier nochmal. Dann sind wir schon mal auf der 7. Damit wir unser Einkommen hier hübsch maximieren. Ja, ansonsten gibt es nichts weiter zu tun, außer zu warten jetzt. Ein großzügiger Zehnt. Als wohlhabende katholische Nation werden unsere Beiträge zum päpstlichen Zehnten von der Kurie sehr geschätzt. Aber egal wie großzügig unser Beitrag ist, die Kirche bittet weiter um einen noch größeren Zehnt. Alfred von Habsburg, einer der reichsten Adligen des Hofes, ist nun an den Kaiser herangetreten und bittet darum, sich dem weiteren Zahlen des Zehnts zu widersetzen und argumentiert, dass es sowohl den Reichtum von Österreich abschöpft, als auch direkt aus den Taschen... Was? Aus den Taschen des Adels schöpft. Okay. Gut, wir könnten der Kurie direkt was spenden. Wir könnten... Okay, wir nehmen dann gewissermaßen seine Kosten. Nee, Papsteinfluss will ich eigentlich jetzt nicht verlieren. Das Problem ist, wenn wir das tun, verlieren wir fast 465 Dukaten. Und einen weiteren Loyalitätsverlust. Ich habe immer noch das Problem hier mit den Ständen. Allerdings ist die Loyalität relativ hoch. Ich glaube, das könnten wir uns sogar erlauben, Alfred von Habsburg zu sagen, er soll seine Spende selbst machen. Ja, das können wir uns erlauben. Machen wir das mal.
Immer noch bei 61. Wollmonopol. Ja, geben wir dem Klerus weiterhin dieses Monopol. So, und wann ist endlich dieser verdammte Krieg zu Ende? Jetzt sinkt der Kriegsstand auch noch weiter. Also, ich weiß nicht, was Spanien da erwartet und will. Also, das ist irgendwie sehr, sehr blöd. Innovationsfähigkeit geht auch noch runter. Hier, technologisch... Ah, schaut mal, hier ist in Konstanz zum ersten Mal was los. Ich meinte, wir könnten tatsächlich hier einen Erlass verändern. Wobei, das sind ja alles nur... das ist doof. Ne, das lohnt sich kaum. Erst wenn wir in den Bereich kommen, könnten wir Innovationen stärken machen. Wobei eigentlich die Kosten sind ja hier dadurch auch geringer, dass es nur Konstanz ist. Wir machen das mal. Wir machen mal Fortschrittsbemühungen. Und das machen wir auch in den Nachbarbereichen. Boah, das ist alles immer ein extra Start. Egal. So. Oh, sehr schön. Wir sind als Gesetzgeber bekannt. Das reduziert die Autonomie monatlich weiter. Das ist eine schöne Sache. So, 478 Gold haben wir wieder. Das ist gut. Was? Was? Augsburg hat Burgund den Krieg erklärt? Augsburgischer Bestrafungskrieg gegen Burgund? Sie sind mit Nürnberg und Trient? Was ist das denn? Hä? Sind die des Wahnsinns? Oh ne, wartet mal. Wieso ist der Bayern noch mit dabei und sowas alles? Was ist denn da los? Habe ich da irgendwas übersehen? Oder hat das was mit der Liga-Mechanik zu tun? Momentane Kriege Burgund, Straßburg, Kirchenstaat. Verbündet mit Rotenburg, Bayreuth und Regensburg. Ach so, das ist ein Koalitionskrieg gegen Burgund. Jetzt verstehe ich. Okay, wow, das ist natürlich interessant. Können wir da irgendwas machen? Also wir können in Krieg eingreifen, geht nicht, weil wir selbst im Krieg sind. Außerdem ist nur eine Großmacht dabei, wenn überhaupt Burgund als Großmacht zählt. Okay, interessant. Die sind also doch nicht des Wahnsinns. Bin aber gespannt. Von den reinen, vom Kräfteverhältnis her wird das interessant werden. Ich meine Flandern, Brabant. Wow, alle Nachbarn haben sich hier quasi zusammengetan. Erstaunlich. Faszinierend. So, und ich schaue immer noch ebenfalls fasziniert darauf, was jetzt hier Spanien und England tun. Es ist ja wirklich ein Leid. Das Problem ist natürlich, wir könnten jetzt den Krieg auch starten, aber ich fürchte einfach, dass die Spanier nicht in Richtung der Osmanen ziehen werden, wenn sie hier noch diesen Krieg gegen England an den Hacken haben. Irgendwann muss der doch beendet werden. Grenzdisput, das kennen wir schon. Es geht um Passau. Den Anspruch geben wir auf. So, oh mein Gott. Endlich ist es vorbei. So, was ist hier passiert? Also wir haben erstmal die Konvertierung erfolgreich erledigt. Sehr schön. Dann, England tritt Bordeaux und Armagnac an Spanien ab. Englisch-Mexiko tritt Colteco an Spanien ab. Okay. Und, was? Spanien gibt Burgund-Provinzen? Sogar welche, die wir erobert haben, ernsthaft? Oh Gott. Artois und Picardie. Okay, wow, das ist überraschend. Dann noch Geld. Naja, gut, immerhin ist die Sache durch. So, damit haben wir zwei Gefälligkeiten bekommen. Und damit sollten sie sicher dabei sein.
Ich gucke nochmal kurz. Wir haben relativ wenig Leute verloren, erwartungsgemäß. So, Wissensaustausch dort. Okay, also jetzt ist erstmal der Krieg vorbei. Jetzt muss ich mal einige Dinge jetzt abchecken. Als erstes, können wir... Nein, wir können nicht. Ich fürchte, der Grund, warum wir das nicht können, und das ist auch blöd, dass uns das Tooltap technisch nicht angezeigt wird, ist, dass es diesen Religionskrieg jetzt gibt. Wir können keine Reformen, glaube ich, aus... Ah ja, steht ja auch dort. Okay, zeigt uns doch an. Allerdings nicht mit dem roten X davor, wie es sich gehört. Während eines religiösen Konflikts im Reich können keine Reformen eingeführt werden. Schade drum. Die ganze schöne Reichsautorität. Oh. Oh. Also, wären wir nicht im Krieg mit Spanien gegen England gewesen, dann hätten wir, glaube ich, noch vor dem Liga-Start hier, hätten wir das machen können. Das wäre natürlich viel, viel schöner gewesen. Ist aber nicht so, hilft jetzt kein Jammern. Gut, das nächste, was ich machen wollte, ist, ich wollte den Adligen oder allen Ständen Land wegnehmen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Reduziert die Loyalität um 20%. Das ist noch okay, auch bei den Bürgern. So, machen wir das mal. Adel verliert 1,9. Sind sie wieder bei 22 und hier bei 96. Na gut. Wir können also über kurz oder lang können wir keine Versammlungen mehr einberufen. Das ist schwierig. Ja, das war vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten mit den erhöhten Aufgeboten, mit den Privilegien. Wie wir aus der Nummer wieder rauskommen, wird sich zeigen. Aber ich meinte andererseits, wir haben eine super gute Rekrutenreserve. Das ist schon nicht unwichtig. So, bevor wir jetzt den nächsten Krieg starten, gucken wir uns die Autonomiesituation an. Da können wir nämlich meines Erachtens was machen. Okay, wir können überall, ich sag mal, minus 8 ist okay. Wir werden... das reduzieren. Hier, 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 hier. Hier geht's noch nicht in Breslau. Ist ein gewisses Risiko mit Blick auf den anstehenden Krieg, das gebe ich zu. Aber das ist auch, wir erhalten auch da einiges, wenn wir das so tun. Oh mein Gott. Ihr seht das schön auf der Karte, welche Provinzen das alle betrifft. Wow. Ja. Ich meinte, andererseits, wir haben halt, wir können das nur sichern durch hohe Stabilität. Ne? Das reduziert halt die Unruhe minus 3. Wenn da jetzt irgendwas schief geht, Stichwort Kriegsmüdigkeit, ist das natürlich ein gewisses Risiko, dass wir eine riesige ungarische Revolte an den Hacken haben. Naja. Aber riskieren wir das Ganze. Okay, so. Das war meines Erachtens alles, was ich jetzt machen wollte. Jetzt ist die Frage, wann haben wir den Technologieanstieg, den nächsten? Im August 1557. Das ist doch im nächsten Monat. Und ich würde sagen, jetzt ist auch der Moment erreicht, wo wir unsere Armeen schon mal hier voll finanzieren werden. Oh mein Gott, sie sind teuer. Sie sind sehr teuer. Ja, jetzt sind wir schon... bei den Schildzapfen angekommen. Stufe 13. Also, die neue und mobilere Artillerie hatte ein Problem. Sie konnte nicht so einfach hoch oder runter geschwenkt werden, um ihre Schussweite anzupassen. Schildzapfen waren zylindrische Vorsprünge, die auf dem Wagen als Halterungen für das Geschütz dienten. Hierdurch konnte das Geschütz für eine bessere Zielerfassung geneigt werden. Erhöht Artillerie-Fernkampf, Nahkampf, ermöglicht neue Kanonen. Und ab jetzt beginnt so langsam die Zeit, wo Kanonen auch in der Schlacht relevant werden. Ja, nehmen wir mal die kleine Gusseisenkanone. Ist offensiver besser einsetzbar. So. Okay. Das wär's. Wie weit sind denn hier unsere Freunde? Warte mal, wo sehe ich nochmal ihre Technologien? Die sind also auch bei Militärtech 13. Alles klar. Die Osmanen sind echt gut fortgeschritten. So, dann können wir uns jetzt... Wir checken jetzt mal. Ist jetzt hier diplomatisch noch was zu tun? Ja, der Kirchenstaat ist nicht dabei. Wie kann das denn sein? Sie kämpfen in einem anderen Krieg. Oh Gott. In was für einem Krieg kämpfen die denn jetzt? Verteidigung. Ach Gott, die sind in diesem Augsburg-Krieg und der könnte sich noch hinziehen.
Die sind nicht unwichtig, aber ich denke nicht, dass wir auf den Kirchenstaat warten sollten. Jetzt ist irgendwann die Zeit des Handelns gekommen. Ja, die Frage ist, was wird jetzt der große Plan sein? Wir werden uns erstmal auf die Grenzfestung hier konzentrieren, also diese hier und diese, die ursprünglich mal den Ungarn gehörten. Und ansonsten gucken wir mal, dass vielleicht die Spanier und die Polen an ihren Fronten irgendwie erstmal vorangehen und wir dann gemeinsam oder zumindest mit den Spaniern gemeinsam losmarschieren. Ich will jetzt hier noch nicht alles, also ich will jetzt hier noch nicht in die volle Offensive gehen, sagen wir es mal so. Also euch bringen wir hier hin. Unsere zweite Armee bringen wir, ja, die marschiert dann da rein. Bringen wir jetzt mal hier hin. Dann haben wir die dritte Armee. Die wird versuchen, dort die Belagerung zu starten. Wir haben die vierte Armee. Die hält sich dann hier erstmal im Hintergrund auf. Und wir haben die und die sammelt die Verbündeten ein. Das ist jetzt erstmal der Weg. Okay, natürlich warten wir, bis die Moral überall auf Maximum ist. Ui, und Frankreich hat sich der katholischen Liga angeschlossen. Erstaunlich. Staatsehe aus Genf, nee, werden wir nicht machen. Ja gut, was heißt, ist eigentlich überhaupt nicht erstaunlich, sondern nur folgerichtig. England ist auf der anderen Seite, ernsthaft? Ja, natürlich. Okay, das ist auch ein wilder Mix dort. Anglikanisch, katholisch, orthodox, reformiert, sunnitisch. Also, das ist so ein reiner machtpolitisch motivierter Haufen. Auf unserer Seite aber Spanien jetzt offiziell Mitglied. Das ist natürlich gut. Die Bretagne ist auch noch mal dabei. Okay. Ja, ich glaube nicht, dass sie wirklich ohne weiteres den Krieg erklären. Wie sieht es eigentlich aus? Minus 12... Wie ernsthaft? Minus 12,4 bei normalem... Oh mein Gott, wir haben zu wenig Geld. Wartet mal. Tatsächlich, der Armeeunterhalt liegt bei 50. Ja, die Staaten kosten natürlich doch relativ viel. Ich fürchte, gut, Kriegssteuern, da kriegen wir noch was raus. Ich fürchte, wir müssen doch die... Das war eine Fehlentscheidung. Bei den Beratern will ich eigentlich nicht sparen. Wir können nur zusehen, dass wir irgendwie noch ein bisschen mehr Geld einnehmen. Ansonsten müssen wir diesen Krieg dann teilweise über Kredite finanzieren. Aber wir werden weiter die diplomatische Macht nutzen, um und andere Punkte nutzen, um hier die Goldminen noch ein bisschen besser auszuschlachten. Kommen wir mal auf 9 jetzt. Das sind Goldeinnahmen von 25. Neuhäuser hängt aber noch ziemlich nach. Aber das hat, glaube ich, was mit der Autonomie zu tun. Puh. So, was hat sich hier alles verändert? Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Die Osmanen im Bündnis mit England? Ernsthaft? Ernsthaft? Kurz bevor ich den Krieg starten will, das ist doch nicht zu fassen. Na gut, ich meinte, die Spanier haben schon einmal gezeigt, dass sie mit den Engländern fertig werden. Das Problem ist aber, dass dann sämtliche Kriegslasten auf uns jetzt liegen. Gegen die Osmanen, weil ich vermute, also gut, Polen-Litauen hat natürlich noch einiges hier beizutragen mit 115.000. Aber ich vermute, dass die Spanier sich dann komplett auf die Engländer stürzen werden. Was ja auch in gewisser Weise vernünftig ist in dieser Konstellation. Boah. So, gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Nee. Okay. Ja, tatsächlich. England ist auch dabei. Das mit dem Kirchenstaat ist bitter. Ich meinte, die Schulden, die würde ich direkt noch bezahlen. Aber ich meinte, wenn der Krieg vorbei ist, können wir sie vielleicht noch wieder mit reinholen. Wäre schon eine gute Sache. Wäre schon eine gute Sache, aber hier tut sich irgendwie gar nichts. Der Bestrafungskrieg gegen Burgund, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. So, Oktober. Damit sind alle unsere Einheiten auf maximaler Moral. Also, wir führen jetzt hier
etwa 160.000 in den Krieg. Wir haben tatsächlich noch 176, das Limit noch hochgeholt. Das könnte durch die Autonomiegeschichten passiert sein oder durch irgendwelche Entwicklungssachen. Gut möglich. Ja, wie auch immer. Der Moment ist gekommen und ich würde sagen, der Moment ist jetzt vor allem für das goldene Zeitalter gekommen. Er gibt uns nochmal 10% Moral für die Armee, für die Flotte. Reduzierte Machtkosten, na gut, das hätten wir vielleicht jetzt noch nutzen können für die Jahre davor. Naja, produzierte Güter steigen auch an. Okay, also, das goldene Zeitalter ist eingeläutet und bestärkt dadurch. Minus 11,18. Erfolgt nun die Kriegserklärung. Jetzt dürfen wir keinen Fehler machen. Also, wir rufen Neapel mit rein, Mailand mit rein, Spanien mit rein, Polen, Litauen mit rein. Dann steht auf unserer Seite, ja, ich meine, das sieht schon zahlenmäßig sehr eindeutig aus. Die Frage ist, wie verteilt sich das dann am Ende? Ne? wir sind schon fast doppelt überlegen, insgesamt als Allianz. Aber das heißt erstmal noch nichts. Vor allem heißt das nichts im Blick auf das, ja, was nehmen wir jetzt eigentlich als Kriegsgrund? Heiligenkrieg, ne? Ja, nehmen wir mal einen Heiligenkrieg. Also, vor allem heißt das nichts mit Blick auf diese Liga, weil, wenn jetzt unsere Seite deutlich geschwächt wird, ja, gibt es eben die Möglichkeit, dass die Gegenseite diese Situation nutzt. Und dann wird das nochmal ein ganz anderer Krieg. Aber wir bestätigen das österreichische Kreuzzug gegen das Osmanische Reich. Und, liebe Leute, ist doch ein wunderbarer Moment, um nicht nur diese Folge, sondern auch diese Staffel zu beenden. Ja, wir werden diesen Krieg dann vermutlich komplett, auf jeden Fall den Start des Ganzen, nein, ich denke, naja, ich sag mal nichts. Auf jeden Fall geht es in der nächsten Staffel mit diesem Krieg hier weiter und ich glaube, das wird ganz interessant werden. Wir haben ja auch lange genug darauf hingearbeitet. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.